Jo, Stehen aktivieren. Irgendwas ist hier mit dem Stehen. So fing gerade unsere Sendung an. Ich dachte schon, wir sind live. Ja, planlos geht der Plan los, würde ich sagen. Ne? Heute Folge 9, Bergfest. Warum verdammt nochmal Bergfest? Also ich bin hier heute hergekommen und sag so, was ist mit euch? Ich meine, es ist Mittwoch und Bergfest, ja, alles gut. Aber ja. Ja, warum Bergfest? Wir sind in der 9. Sendung und wir brauchen noch genau 9 Sendungen bis zur Wahl. Richtig. Ich und Politik, da bin ich ja schon wieder raus. Ja, und heute sitze ich hier, eingemummelt im Pullover, Sonnenbrille auf, die Sonne scheint draußen, es ist ein traumhaftes Wetter, aber halt auch leider eiskalt. Eiskalt ist auch immer so ein Thema. Eiskalt sind viele Institutionen hier in der Nähe, im Umgang mit unseren Pächtern. Eiskalt, ist oftmals der Umgang zwischen den Menschen. Deswegen freue ich mich heute auch wieder, Dr. Frühling endlich mal wieder begrüßen zu können. Der bringt uns wieder ein bisschen Wärme ins Haus. Mal gucken, was er uns heute so zu sagen hat. Wir werden mal generell schauen, was wir heute machen. Erstmal vorab, auch wieder in eigener Sache. Leute, 4.5. Und jetzt weiß ich, ich habe richtig einen Anschluss gekriegt. Nicht Fischerhus in Schalbrode. Siehst du, jetzt hätte ich noch den Ort falsch gesagt. Nein. Im Fährmannshus am 4.5. Dort geht es darum, das Kinderhospiz in Stralsund Spenden zu sammeln über, ihr kommt hin, mal lasst euch ein Tattoo machen und jeder einzelne Cent wird dort für die Kinder zusammengetragen und offiziell den Kindern auch übergeben. Auch ich werde dort sein und Piercings anbieten. Auch dort jeder Cent wird auf jeden Fall fürs Kinderhospiz, ja, gespendet werden. Und ich habe letzte Woche, glaube ich, danach, ich glaube letzte Woche Freitag, habe ich mit dem lieben Paul von Inclusive aus Grimmen, moin Paul, guter Arbeitskollege und Chef, haben wir beide beschlossen, wir machen einfach mal ein Gewinnspiel. Und auch hier werde ich dieses Gewinnspiel einfach mal ankündigen. Geht mal auf die Seite von Inclusive, von Grimmen, guckt euch das Video an, teilt es, liked es, kommentiert es, guckt euch einfach die Teilnahmebedingungen an. Reagiert nicht auf irgendwas, das ihr registrieren sollt euch oder so ein Quatsch, totaler Blödsinn. Gewinnspiel, Teilnahmebedingungen folgen, dann könnt ihr bei mir 2 Piercings gewinnen, die ich aus meiner privaten Tasche dann in den Spendenfonds mit reinwerfe, weil ich mir einfach gedacht habe, ach, nur die Arbeitskraft anbieten ist mir irgendwie nicht genug. Und es gibt vielleicht auch Leute, die einfach nicht das Geld haben, sich ein Piercing zu machen, aber sich eins wünschen, ob das nun von mir ist oder nicht. Aber wenn denn, könnt ihr das nur bei mir gewinnen. Und dann können wir das gerne machen. Auslosung müssen wir mal gucken, Datum. Siehst du, da haben wir noch gar nicht geschaut. Ich glaube, der 26. Keine Ahnung, schieß mich tot. Müssen wir mal gucken. Kommt auf jeden Fall hin. Schmeißt einen Fünfer rein oder schmeißt einen Euro rein oder wenn es 50 Cent sind, alles drunter ist frech, wie ich finde. Schmeißt es rein, jeder Cent zählt und unseren Kids im Kinderhospiz mit ihren schweren Schicksalen, die sie mit Sicherheit nicht selber entschieden haben, können ein bisschen unterstützt werden, vielleicht die Lebensqualität ein bisschen erhöht werden, vielleicht Wünsche erfüllt werden. Also dieses Geld wird dann eindeutig nur fürs Hospiz da sein und die werden dann sich darum kümmern, dass das Geld an die richtige Stelle ankommt und das sind unsere Kinder. Genau so sieht's aus. Ja, dementsprechend so viel dazu. Ich muss mal schauen, was gibt es bei mir jetzt die Woche Neues oder generell Neues. Was ich persönlich sehr schön finde, ist, wie gesagt, das Wetter. Jetzt kann ich auch den Pullover langsam abnehmen. Jetzt bin ich in Fahrt gekommen und langsam auch auf Betriebstemperatur. Ja, eigentlich gibt es bei mir nichts Neues. Wir werden mal gucken, was es heute hier so alles stattfindet. Es hat sich ein Gast angekündigt. Das ist unser Steven Braun. Mal gucken, ob wir Braun wählen. Wir werden mal sehen. Der möchte gerne zur Wahl gehen. Dann kommt Bert natürlich, wie immer, als erstes wird uns das Aktuelle oder auch nicht vom Bürgergarten sagen. Wir werden noch einen kleinen Klönschnack machen. Ja, dann kommt das Fusseltier hoffentlich heute auch wieder. Ne? Mittlerweile freue ich mich auf den Fossligen. Und er grinst schon wieder mit seinen 2 Muckerzähnen da hinten. Das ist herrlich. Und schielt mir schon wieder an. Das ist also wirklich. Er wartet schon immer drauf. Ich glaube, er ist auch langsam hungrig.
Ah, wenn ich mir das so angucke, ja, die Handys sind wieder drin. Dr. Frühling, darauf freue ich mich wieder sehr doll. Das wird wieder einen Mordspaß machen, wenn wir uns beide die Bälle zuschießen. Und Bälle zuschießen ist genau das richtige Thema. Unser Hansa-Fan und sehr guter Freund mittlerweile, Bert Linke, komm her zu mir, mein Freund, und setz dich zu mir. Hi, Bert. Ach. Ja, Hansa. Ja. Thematisieren? Jetzt schon? Ja, kann man mal machen, Ja, ne? nein, los, dann komm. Niederlage in Kiel gegen Holstein Kiel ist Ach, die nach. haben einen Fußballclub. Ja. Und da hat Hansa gegen verloren? Ja, erstaunlich. Ja, nee, es ist tatsächlich, es ist eigentlich grässlich, weil Kiel ist ja eigentlich eine Hanse, eine Handballstadt. THW Kiel, schon mal gehört? Ja, aber es ist schon schwierig, den Fußball mit Händen zu gewinnen. Aber sie Ja. haben es sogar geschafft gegen Hansa. Ja, 2-0 gewonnen. Gut, man kann auswärts verlieren da, aber die Art und Weise ist auch immer ein bisschen so fraglich. Aber am Freitag, glaube ich, haben wir dann ein Heimspiel gegen Wien Wiesbaden und da werde ich dann auch mal wieder da sein. War eine Zeit lang nicht da. Ach, du bist live hinfahren, oder was? Von dir Na, aus ich habe eine kommen? Dauerkarte, ne? Ah, okay. Ja. Also, aber naja. Und der mit dritter Halbzeit, oder können wir jetzt mittlerweile schon ohne? Auswärts nur. Auswärts nur, ja. Zu Hause, Familie. Da ist die dritte Halbzeit. Aber Ja. nicht von dir initiiert, hoffentlich, sondern von der Familie. Ja, na, selbstverständlich. Ja, so soll es sein und nicht anders. Ja, ja, nö, ja, was Jo. gibt's Neues? Bürgergarten, wir haben jetzt, ja, wir hatten ja Ostern. Ja, du hast Federn gelassen. Ja. Wie immer, die Tage. Ja, wie immer, tatsächlich. Also Ostern war ja jetzt ja, frei. Überall. So. Ja. Dementsprechend kann ich eigentlich heute sagen, dass es nichts Neues gibt. Das ist Wie auch mal auch? nichts so Schlimmes, finde Nö. ich, ne? Nö, eigentlich so. Man kann nur sagen, natürlich habe ich gewisse Kommunikation und Gespräche mit eventuellen Interessenten, so per SMS manchmal und so. Die haben natürlich, wie soll man sagen, die kriegen ja auch mit, welche Schwere auf diesem Bürgergarten Ja. liegt, auf der Hansestadt Stralsund. Und es wird nicht leichter. Also kommt noch dazu, oder? Ja, es wird nicht leichter und vor allen Dingen wissen die auch nicht so richtig, mit wem müssen sie jetzt eigentlich reden. Ne? Reden müssen sie mit Hansestadt Stralsund reden, müssen sie mit mir reden als Pächter. So, und wir haben ja das Gerichtsverfahren dann in Aussicht, wo dann geklärt wird, waren die Kündigungen rechtskräftig oder rechtswidrig. Brauche ich nicht weiter darauf eingehen, haben wir tausendmal schon erklärt. Werden wir wahrscheinlich noch 100 Mal machen. Ja, aber wahrscheinlich braucht ein Interessent diese Aussage, Linke hat recht oder Stadt hat recht, so und dann kann man weitere Wege gehen. So, Ja, weil wir zum Schwarz-Weiß-Denken auch erzogen worden sind, ne? So ist es naja, es auch. ist auch, man muss sich auch mal in den jeweiligen Interessenten auch hineinversetzen. Selbstverständlich, ich würde auch gerne eine klare Antwort. Worüber reden wir jetzt? Mit wem reden wir? Über was? So, das wird ja immer komplizierter, das lässt sich ja gar nicht durchschauen. Deswegen ist eigentlich das Gerichtsverfahren irgendwie wahrscheinlich das Beste, was irgendwie auch für Stralsund statt das Beste sein würde, weil es geht ja nicht nur darum, ob Bert Linke mal eine Pacht nicht gezahlt hat, was ja der Grund war, eine Kündigung auszusprechen, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, dann in den Gerichtsverfahren auch Themen anzusprechen, wie die Wassertiefe, um die es ja eigentlich geht. Genau sieht's aus. So. Ich finde aber generell, das Beste für Stralsund wäre, wenn sie mal als absolutes Vorbild für unsere ganzen Bundesländer und Städte gelten, wenn die Stadt einfach mal zugibt, dass sie die Scheiße gebaut haben und nicht der Pächter schuld ist, der jetzt sein Haus verkaufen musste und so weiter. Haben wir alles klang und breit erklärt. Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich das Beste. Das wäre Prestige. Eine Stadt, die da zu ihren Fehlern auch mal stehen kann. Und das ist derzeit leider noch nicht gegeben. Nur so, was mein Gefühl für das Beste für Straßen wäre, ne? Naja, still ruht der See, ne? Kann man so sagen. Eigentlich so, es ist halt so, es ist das Tor ist zu, Menschen können nicht Boot fahren, ich weiß nicht, in was ich investieren soll jetzt noch. Also soll ich nochmal die Boote schleifen? Soll ich nochmal hier aufmachen? Weil ich bin ja eigentlich gekündigt, ich soll ja eigentlich räumen. Es ist halt so eine Grauzone, die jetzt einfach gegeben ist. Und wir warten auf einen Termin vom Landgericht Stralsund, wo dann das Ganze thematisiert wird und wo dann die Stralsunder öffentlich teilnehmen können, wo es live ist,
kannst du hingehen. Und Transparenz ist vielleicht auch mal ganz gut, weil hat der Linke, was labert der? Vielleicht hat er auch die Stadt recht. Weiß man ja alles gar nicht. So, weil ich bin ja geisteskrank, offensichtlich. Genau, wir wollen ja unsere Judikative gar nicht so in den Dreck ziehen. Ne? Nein, im Gegenteil. Nee, es ist ja schön. Transparenz ist toll, ist super. Und ich bin auch mal gespannt, weil es ist ja auch nur so ein Messwert für einen selbst. Ja, und du bist gespannt, ob du selber Scheiße laberst. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Wie ambivalent eigentlich. Ja. Also, wir freuen uns tatsächlich auf das Gerichtsverfahren. Hört sich jetzt blöd an, gefreuen. Aber es ist ja so verfahren, dass das die Stralsunder ja gar nicht mit Wasserstandsmeldung, wie jetzt irgendwie informiert werden müssen. Ihr seht sowieso nicht durch, weil wir sehen ja kaum noch durch. So dementsprechend. Ja, wie sollen wir das denn anderen Menschen auch vermitteln? Ja, das. Nein, es ist genau. Das deswegen hoffen wir mal auf ein zeitiges Verfahren vom Landgericht. Ich weiß natürlich nicht, wann das geschieht. Wann die Einladung kommt, schauen wir mal. So, und deswegen kann man eigentlich nichts Neues sagen. Es sei denn, irgendwie ein neuer Interessent sagt, ja, möchte rein, aber ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen müde, immer den Interessenten zu suchen. Wir sollten nochmal die Frage stellen, wenn ich jetzt am 30.06.2023 geräumt hätte, was ja die Aufforderung war. Was ist der 6.? Ja, zum 30.06.2023, okay. Im letzten Jahr sollte ich ja räumen. Ah ja, wir haben 4, könnte 20. Man ja auch mal die Frage stellen, wer wäre dann derjenige gewesen, den die Stadt eingebracht hätte. Denn die Stadt sagte damals, gab es ja viele Facebook-Kommentare auch von Seiten der Stadt, dass sie sofort einen haben. Und wer wäre es denn gewesen? Denn derjenige hätte ja mal in den Austausch mit mir kommen oder mit unserem Rechtsanwalt kommen müssen. Wie viel Vitamin C hatte dieser Mensch? Das wäre auch interessant gewesen. Das hätte man ja irgendwie dann auch herausgefunden. Wer ist es denn? Ja, das ist mittlerweile ja ein Dreivierteljahr her, also sprich 9 Monate. Wo sind die Interessenten? Wo sind diejenigen, die den Bürgergarten übernommen hätten? Hätte ich jetzt wirklich das gemacht, was die Stadt gesagt hätte? So, also muss man auch mal sagen, fragen, wer wäre es denn gewesen? So, aber auch das ist alles ein bisschen müßig, anstrengend. Hoffen wir mal, dass ein Gerichtsverfahren das dann alles klärt. So, und dann wissen wir ja Bescheid. Genau, müßig anstrengend. Das finde ich ist schon wieder ein super toller Übergang zu dem, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dass wir jetzt darüber sprechen, weil mein Wirrer kommt schon wieder nach. Quatsch, wir bär doch mal voll. Müßig anstrengend. Wir haben heute gerade darüber gesprochen, dass da hinten irgendwie Hände schwitzen vor Aufregung. Nein, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, Stress und Shit. 9. Sendung. Ja, tatsächlich 9. Sendung. Also Glückwunsch an uns selbst. Ja. Ja, wir feiern uns selbst. Wir sind die Geilsten. Ja, also wir leben einfach von dem Credo machen und wir machen etwas. Und wir sind immer noch Laien, sowieso schon von Anfang an. Wir kennen uns weder politisch aus, noch kennen wir uns aus im Internet und mit den ganzen Dingen, die dazugehören. Paul hat damals die Idee gebracht, sagt, okay, bring das Thema Bürgergarten doch mal irgendwie in die Welt. Und das ist auf Pauls Mist gewachsen. Mit Mist meine ich wirklich positiven Mist. Strahlsund Shit. Das hat Paul initiiert und wir haben es einfach gemacht. Und wir sind sozusagen, wir sind Macher. Wir sind Macher und wir nach wie vor, ich glaube, das haben wir letzte 2 Sendungen auch gesagt, mir fällt hier gerade alles runter. Hoffentlich sieht man es nicht, was es war. Nicht jugendfrei. Es ist einfach so, wir dürfen nicht vergessen, wir machen es nach wie vor einfach auch gerne für uns. Ne? Wir lieben es, irgendwie im Gespräch zu sein. Bei dem einen positiv, bei dem anderen negativ. Also, euer Strahlsund Shit ist ja nun wirklich ein Shit. Ja, schön, haben wir erreicht. Aber wir haben bei dir und bei dir und bei euch haben wir doch irgendwie Gehör gefunden, weil sie müssen es sich ja angeguckt haben. Sonst hätten sie nicht Stress und Shit als Shit bezeichnet, wie ich finde. Ne? Und andere wiederum melden sich und sagen, ach du, ich habe mal Bock, euer Format mitzumachen, das ist irgendwie witzig. Und genau so soll es ja sein. Es soll ja auch unterhalten irgendwo, informieren selbstverständlich. Auch ein Sprachrohr sein, auch ein Regulator sein natürlich, ne? Damit man einfach mal seinen eigenen Mist mal loswerd, so. Und das war mir ja damals ganz wichtig, wo ich auf die Idee hier mit euch gemeinsam gekommen bin, dass du auch ein Ventil hast. Und man merkt bei dir auf jeden Fall, dass dieses Ventil dir mittwochs, das ist so dein Ding. Ja, und jetzt haben wir 9 Sendungen.
tatsächlich immer Skier gemacht und hatten heute überlegt, was können wir denn zur 10. Sendung machen? Ich meine, Alter, zweistellig. Ne? Ich hätte mich überlegen dürfen. Wir haben schon einen Gast auch für nächste Woche wieder. Das ist total cool. Auch hier wieder, wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach rum. Es ist echt witzig. Also mittlerweile ist es so, 5 Minuten vorher machen wir die Kameras an. Bei der ersten Sendung waren wir 1 Stunde vorher noch aufgeregt und wussten nicht, welche einen von den 2 Kameras wir anmachen sollten. Haben noch in die Mikros geschrien, die nicht vorhanden waren. Doch, in den Handys. Was haben wir hier? 3 Meter? 3 Meter weit weg ist. Ja. Ja. Und jetzt haben wir uns gedacht, Mensch, wie machen wir die 10. Sendung? Ich glaube, ganz kurz, wir werden es witterungsabhängig machen. Ich glaube, das verrät alles. Ja. Ne? Wir werden mal gucken, was wir anbieten können oder auch nicht. Welche Perspektive wir anbieten. Ja, nur mal zum Sinne der Transparenz. Wir machen uns hier jeden Dienstag, wenn dann alle da sind. Was mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, wenn nicht alle da sind. Aber jeden Mittwoch spätestens machen wir uns davor und danach Gedanken. Was können wir als nächstes machen? Total cool. Ich sehe da gerade jemanden. Oh, Streis und Spitzel ist da. Er Streis und Spitzel. Hey, aha. Ja, wir gucken mal, ob wir das Angebot kriegen. Danke. Ja. Paul Schulz, ich nenne dich beim Namen, weil du hast öffentlich kommentiert und vielen Dank für den Spruch. Paul Schulz schrieb, wir müssen auch mal einsehen, Bürgergarten ist nicht wichtig. Nein. Lieber neuer Kreisverkehr oder neues Stück Teilstraße? Ja. Also, danke für deinen Kommentar. Prinzipiell ist es gut, eine Infrastruktur am Laufen zu halten. Das wollen wir erstmal sagen. Ja. Aber zur Infrastruktur gehört nicht nur Straße und Kreisverkehr. Zur Infrastruktur gehören auch Läden, Einkaufsmöglichkeiten, ne, sämtliche Institutionen, wo auch ein Bürgergarten dazu gehört. Und vielleicht sollte man Infrastruktur, Weiterentwicklung nicht nur auf den Straßenverkehr beziehen, wie ich finde. Wo sich ja gerade irgendwie in der Ostsee-Zeitung auch beschwert worden ist wegen unseren. Ja, also ich persönlich als Autofahrer, ich könnte ausrasten, weil ich mich dann auch noch in die Fahrer reinversetze. Die ja auch, also Kreisverkehr meinte Paul vermutlich, also ich interpretiere jetzt. Nee, ich glaube, es ist eine Heinholdstraße da, Ackerbürgerweg. Ah, da unten, ja. Der unglaublich wichtige Kreisverkehr. Ja. Der ist natürlich wichtig gewesen, wirklich, also anstelle des Bürgergartens, also den man einfach erhalten könnte. Also es ist ja, wenn wir Erörterungen betreiben, Analyse jetzt mal weg und Interpretation mal weg. Fakt ist, das Ganze ist jetzt so, dass der Bürgergarten zu hat. Danke, Hansestadt Strahlen, nicht danke, sondern das ist das Resultat. Es ist zu. Die Kinder stehen draußen mit ihren Familien, können nicht rein, bedingt durch die Tatsache, dass ich zur Räumung aufgefahren wurde. Und die Familien können nichts für die Kinder planen. Nein. Und was wird gemacht? Es wird sich versteckt. Es wird nicht, es gibt keine Kommunikation. Ich habe auch nichts in der Ostsee-Zeitung gelesen, komischerweise, dass der Bürgergarten zu hat. Ich habe nichts gelesen. Ich meine, Ostsee-Zeitung. Ja. Schwieriges Thema hier in Stralsund, weil wir wissen ja, also ich kann ja nur mal sagen, die Redakteure der Stralsunder Ostsee-Zeitung unterliegen natürlich gewissen politischen Einflüssen. Das ist ja auch Privatperson oder Pächter? Ist mir scheißegal. Alles klar, sehr gut. So, das ist ja vollkommen offensichtlich mittlerweile. Ich nenne jetzt keine Namen, aber normalerweise müsste doch ein geschlossener Bürgergarten ein Thema in der Ostsee-Zeitung sein. Es müsste auch Thema sein, dass er munitionsbelastet ist. Es müsste Thema sein, dass er verlandet. Aber all dies ist in der Zentralratszeitung offensichtlich noch nicht angekommen. Aber auch dies ist mittlerweile egal. Ich höre auf, mich darüber zu beschweren. Es wird hingenommen. Stattdessen lesen wir irgendwas über irgendwelche Dinge. Egal. Macht euch eure Meinung darüber. Drängt darauf, auf eine Lösung, irgendwie hier im Bürgergarten. Traut euch zu drängen. Traut euch. Es sind eure 200 Veranstaltungen im Jahr. Ja. Ihr geht hierher, ist euer 200-jähriger Bootsverleih. Ich bin noch müde zu brüllen. Die Energie muss jetzt vor euch kommen, Stralsunder. Ich bin ja nur so ein Rostocker, der hierher gezogen ist, der jetzt hier irgendwie den Bootsverleih hat. Ihr müsst hinterfragen. Aber mehr für Stralsund getan hat, als manche Stralsunder. Das müssen wir einfach machen.
ja, es ist, die Energie muss von Straßen kommen, ne? Also, was soll der ganze Terz? So. Ja. Aber ich bin nicht müde zu brüllen, immer einfach so irgendwie abwarten. Gerichtsverfahren, richtig oder falsch, und dann sehen wir weiter. So, aber Paul hat natürlich recht. Der Paul, der gefragt hat, ja, Kreisverkehre, immer bauen, bauen, bauen. Und das ist wichtig, das war die Software. Wir dürfen die Software nicht vergessen in der Straße. Und die Hardware ist gegeben durch das UNESCO-Weltkulturerbe. Aber die Software, was ist mit den eigentlichen Stralsundern, was ist mit den Kindern, den Jugendlichen, was passiert jetzt und nicht irgendwie in der Zukunft auf irgendein Hochhaus und irgendeiner Skybar oder mit Jugendlichen mit 500 Kopfhörern auf dem Kopf. Es ist alles so ein bisschen schwierig. Dementsprechend bin ich heute auch etwas, wie soll man sagen, noch im Ostermodus, ja, im Hoppelhasenmodus. Hab genug Eier gegessen. Du bist auch unser süßer Hase. Ja, ich bin satt. Satt bist du auch. Hast du zu viele Eier gegessen? Ich hoffe nicht. 10 Eier am Tag? Naja, wie lange? Naja, ist egal. du alter Schlange. Yeah. ganz kurz nochmal, und genau, ich fand das auch wieder wichtig gerade. Was tut man für Stralsund, wer tut was für Stralsund, wer tut mehr, wer tut weniger? Ich habe jetzt gerade einen Bericht auch irgendwie ganz kurz angelesen, weil ich abonniere die gewisse Zeitung nicht und wir haben leider nicht das Recht, als Nicht-Abonnenten mal einen Artikel zu lesen, den ich sehr interessant fand. Wir haben wohl irgendwie eine neue Stadtteilbeauftragte für Kinder und Jugend. Mhm. Ne? Wird darüber berichtet. Ja, es wurde darüber berichtet. Was auch eine gute Sache ist. Ich will da gar nicht ins Detail eingehen. Aber wie du schon sagst, warum wird nicht über etwas berichtet, was genauso viel Wert hat? Ey, ganz toll, ich hoffe, dass die Frau viel, viel Unterstützung von der Stadt bekommt und wirklich ihr Ding macht und für unsere Kinder und unsere Jugend da ist. Wichtig, 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 nach wie vor. Immer wieder, also da brennt ja mein Herzblut auch, das weißt du. Aber auch wir würden gerne, und gerade du als Bester, aufmachen, Kinder lachen wieder hören, Kinder schreien auch mal wieder hören. Auch das gehört dazu. Im positiven Sinne natürlich, es belebt einen ja auch irgendwo. Ne? Ja, all solche Scherzitäten liest man irgendwie, aber wie du schon sagst, über die wichtigen Sachen, für uns, sagen wir es mal so, für uns wichtige Sachen, derzeit, vielleicht ist es ja gar für die ganze Stralsunder gar nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig, aber ich sage es einfach so, die Stralsunder Ostsee-Zeitung ist einfach infiltriert. Sie haben ihre Meinung, sie haben natürlich auch ihre Kindheitserfahrung mit jeweiligen Politikern, mit denen sie zusammen zur Schule gegangen sind. Ja. Ansonsten würde man doch längst über dieses Thema berichten. Es ist doch offensichtlich, dass es ein Thema ist. Aber es ist leider nicht so. Aber ich meine jetzt so, die Stralsunder Teiche, die verlanden. Das müsste doch ein Thema für die Bürger für Stralsund sein. Und mit Bürger für Stralsund. Für alle, die in Stralsund. Meine ich die Bürger. Ich meine nicht die Partei, ich meine die Bürger für Stralsund. Ja, richtig. So, und sie müssten sich doch eigentlich damit mal befassen, weil es gemacht werden muss. Es muss ausgebaggert werden. Aber es kommt gar nicht, es wird gar nicht, es thematisiert, es wird geschwiegen. Und ihr wisst dann, liebe Stralsunderinnen und Stralsunder, wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass die Teiche kippen, bitte wendet euch genau an diese Leute, die ich jetzt angesprochen habe. Wir haben jetzt genug gebrüllt und wir werden natürlich weiter ansprechen. Aber die jetzigen, die jetzt an der Macht sind und das einleiten könnten, was sie müssten, was sie vertan haben, sind in der Pflicht und auch der Verantwortung, sich in der Zukunft dann zu stellen, wenn dann die Konsequenzen da sind. Ich kann nur wiederholen, das muss auf die Karte, dass es von heute auf morgen nicht gemacht werden kann, ist doch vollkommen klar. Aber dadurch, dass es nicht thematisiert wird, sondern verschwiegen wird, unterdrückt wird und den Pächter hier rausschmeißen, das ist... Und hoffen, dass der Nächste der Maul hält. Ja. Vielleicht macht der nächste Pächter ja Hoverboarding. Ja, der nächste Pächter wird gar nichts machen. Der wird das schönreden. Ach, ein Bootsverleih wird er gar nicht brauchen. Meinst du? Ja, na klar. Ja, da gibt's viel Kultur. Ja, aber jetzt sind wir schon wieder eigentlich so weit weg vom eigentlichen... Eigentlich kommen wir schon wieder darüber zurück. Ja, weil es halt müßig ist. Weil es ja eine tickende Zeitbombe ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nach wie vor. Ich freue mich auf die Sendung, sollten wir tatsächlich durch dieses Ding hier stapfen, ne? Also muss ich wirklich sagen. Es wird explosiv. Es wäre explosive Stimmung. Apropos explosive Stimmung. Jetzt kommt exklusiv mal wieder was von unserer Straße Spitzel. Oh! Ich habe schon die ganze Zeit gesehen, der hat einen Aufsatz geschrieben.
Ah, okay, alles klar. Also, es gab eine Reaktion zu von Paul Schulz. Ja? Ja, eine Reaktion. So wurde es mir gerade mitgeteilt. Tausche alle Kreisverkehre gegen offenen Bürgergarten. Packe noch einen Haufen Menschen aus der Stadtverwaltung drauf. Jemand? Interesse. Also, ich glaube, du hast es besser gesagt, als es geschrieben worden ist und ich gelesen habe. Ja, ich finde, ein sehr drastischer Aufruf, den wir jetzt so hier nicht unterstützen wollen, natürlich. Gewisse Entscheidungen aus der Stadtverwaltung würde ich mit drauflegen. Zu einigen Kreisverkehren. Das auf jeden Fall. Und auch zu gewissen anderen Ideen in der Stadt, die verwirklicht werden sollten. Ja, man darf natürlich nicht die Stadtverwaltung als solches, wenn wir immer sagen, Stadtverwaltung, es ist ja nicht alle von der Stadtverwaltung sind natürlich schlecht. Das sagen wir nicht. Aber um Gottes Willen. Es wurde ja schon mehrfach darüber berichtet, dass ein Klima der Angst herrscht. So. Das ist ja nichts Neues, das wird ja dargestellt. Es gibt den Mäzen, der da irgendwie sitzt und der sagt, so läuft das. Und die dort, die Unteren, die müssen das machen. Da haben wir auch schon drüber berichtet, wurde uns gesagt, das weiß ja auch jeder in Stralsund. Und auch ihr von der Stadtverwaltung wisst, die in der zweiten Reihe, ihr habt unser vollstes Vertrauen, nehmt euch ein bisschen zurück. Ihr seid irgendwann an der Reihe, so, und die erste Reihe ist verantwortlich. Macht einfach, wartet einfach ab, weil die Teiche werden irgendwann kippen. Das ist ein biologisch-physisches Ding. So, haltet euch zurück, wartet einfach ab. Und diejenigen, die jetzt in der Verantwortung sind, die müssen sich dann stellen. Und wir hoffen, dass wir sie alle dann auch stellen. So. Biologisch, physisch, olfaktorisch. Was heißt das? Olfaktorisch ist der Sinn des Riechens. Der Sinn des Riechens? Ja, also der Riechsinn. Ja. Olf? Ol. Ol? Ol. Olfaktorisch. Ol. Ja, sowas, ja, so haben wir denn in der Ausbildung das auch gelernt. Also olfaktorischer Sinn. Und da hat uns genau passend dazu Steffi Zeske geschrieben. Ach. Jeske. Oh, Bert mit Schuhe. Also offensichtlich ist es ja nicht die erste Sendung mit Schuhe. Ich glaube, die letzten zwei hatte ich ja auch mit rein. Manch einen kann das olfaktorisch eventuell auch gut heißen. Ja, ja? Ich habe Schuhe. Du hast Schuhe. Apropos Schuhe. Schuhe sind zum Gehen da. Schuhe schaffen es, dass wir warme Füße haben, einen warmen Körper haben. Und ich glaube, genau da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, zu einem Menschen. Auch ein schöner Übergang. Der es oftmals nicht so warm hat, der auch immer Schuhe anhat. Schuhe, die mal sehr warm sein können. Schuhe, die mal sehr kalt werden können. Wir haben heute einen Gast. Den darf ich vorstellen. Das ist unser Steven Braun. Wir kennen ihn als Pinky. Pinky, bleib stehen, bleib ganz ruhig. Ich stell dich erstmal vor. Er ist ein bisschen aufgeregt heute und kommt hier gleich rein. Wir freuen uns auf ihn. Ihr kennt ihn auch schon, nur unter einem anderen Namen. Steven ist 28 Jahre alt. Ja, von der Straße im wahrsten Sinne des Wortes. Für die Straße, er spricht für die Straße, von der Straße, gegen die Straße, mit der Straße. Und wir machen mal einen kleinen Scherz. Obwohl es eigentlich gar nicht so lustig ist, weil unser lieber Steven, der ist obdachlos. Ja. Aber er sagt selber, ey, ich arbeite nah am Bürger im Gegensatz zu euch. Ne? Ihr seid in euren Häusern und in euren Gefilden. Ja. Ja, dementsprechend darf ich vorstellen, Steven Braun, komm her, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Da ist er, ein bekanntes Gesicht mit einer anderen Rolle, mit der wahrhaftigen Rolle. Also, wieder mal schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auf jeden Fall. Das freut uns, dass du dich freust. Das sind immer gute Voraussetzungen. Ja, Steven, Pinky. Wir bleiben bei Pinky, glaube ich. Ne? Ja, das Pinky ist, so dein, ist auch mein Lieblingsname. Wichtig ist heute, wird heute noch der Nachname werden, glaube ich. Ja, das ist ja mein richtiger Name. Halt. Das ist dein bürgerlicher Name. Ja, dein bürgerlicher Name, richtig. Da haben wir es ja wieder. Straße, von der Straße, für die Straße, über die Straße. Das heißt, du hast deinen Namen von der Straße gekriegt. Pinky? Ja, den habe ich tatsächlich von der Straße bekommen. Okay. Der Grund war eigentlich ziemlich simpel. Ich hatte pinken Irokesen und ja, ich bin halt ein Punk natürlich und dann statt Punker hat man Pinky zu mir gesagt und daher kam der Witz halt. Ja, das ist ganz niedlich, finde ich. Ich finde auch ganz niedlich. Du bist ja auch ein niedlicher Typ an sich. Ein bisschen wirr manchmal in der Birne, aber irgendwie belebst du doch unser Geschäft hier. Das muss man einfach sagen und es ist auch schön, dass du da bist. Pass auf, mein Lieber. Ich gehe mal ganz kurz
ich wünsche mir, dass du ein bisschen was erzählst über dich. Ja. Wie kam es dazu, dass du auf der Straße lebst? Wieso bist du immer noch auf der Straße? Ist das eine Entscheidung von dir? Haben das andere entschieden? Hast du keine Möglichkeit mehr, von der Straße zu kommen? Hau einfach mal ein bisschen raus. Ich komme gleich wieder. Ich höre dir zu. Das auf jeden Fall. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Guck ab und zu mal dahin. Ja, auch unser Gesicht darf mal angeboten werden. Auch die, die es nicht sehen wollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis gleich. Also natürlich, ich wurde ja schon vorgestellt, ich bin Steven Braun mit bürgerlichen Namen, Spitzname Pinky, 28 Jahre alt. Im Groben sage ich mal, ich hatte eine schwierige Kindheit, bin dann halt in ein paar, sage ich mal, betreuten Einrichtungen gewesen, dort halt auch aus, sage ich mal, bestimmten Gründen halt auch rausgeflogen, habe dadurch halt auch Schwierigkeiten jetzt in Wohnungen, weil, naja, die Vermieter, die sind halt ein bisschen schwierig, sage ich mal. Also ich glaube, jeder, der eine Wohnung sucht, der kann sicherlich vorstellen, was ich meine. Und wenn man dann natürlich noch, sage ich mal so, das Ding obdachlos hat, also Bürgergeldler, und dann natürlich noch so rumläuft wie ich, da ist dann schon jeder, sage ich mal, Vermieter eher so, was ist denn das denn für einer? Und das gestaltet sich halt schwierig. Tatsächlich wollte ich jetzt nicht eigentlich auf der Straße landen. Ich dachte eigentlich, ja gut, dann fliege ich jetzt raus aus meiner Wohnung. Das wird aber ja ziemlich schnell einfach. Ja, ich habe dann die Realität natürlich mitbekommen, habe gemerkt, so, dass es nicht so einfach ist. Und ich bin jetzt seit 2 Jahren ungefähr obdachlos. Zurzeit penne ich halt bei netten Leuten, die mich mal hier und da aufnehmen und mir natürlich ein Dach über den Kopf, also komplett auf der Straße, ist tatsächlich eher selten, zum Glück. Hat man zwar ab und an, aber meistens penne ich halt irgendwie bei netten Leuten, die mir da halt wirklich Unterkunft gewähren. Ja, und das ist eigentlich das so Wesentliche über das Thema. Du hast ja gesagt, du kommst aus Kiel ursprünglich, oder wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Ursprünglich tatsächlich bin ich hier aus Kiel, aber aus privaten Gründen bin ich halt 10 Jahre bin ich dann 10 Jahre in Kiel gewesen. Aber ursprünglich komme ich tatsächlich hier aus der Gegend. Und du bist zurückgekommen, warum? Ja, das sind auch so private Sachen. So, es war halt einfach eine persönliche Entscheidung, warum ich dann dachte, so, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus der Ecke, warum komme ich dann nicht wieder hierher? Und was hat dich veranlasst, so Punk zu werden? Also ich meine, es werden ja viele werden, sind, keine Ahnung, einige werden Skins, einige werden, was weiß ich, Hansa-Fans, andere werden Dosen-Fans, so. Du hast jetzt irgendwann dann entschieden, du sagst, okay, ich bin jetzt Punk. So. Oder wie entsteht sowas überhaupt? Wie wird man denn ein Punk? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. In der Jugend ist ja jeder mal auf so einer Selbstfindungsphase. Man möchte sich halt selber identifizieren, man möchte wissen, wer man ist und so was. Und so hat sich das auch über die Zeit einfach bei mir rauskristallisiert. Ich habe erst, sah ich halt anders aus, habe mich eher unauffällig gekleidet, und habe mich dann später einfach nach und nach darin entwickelt, Es fing halt mit Musik an. Ich habe gemerkt, ich mochte halt das, was da auch gesagt wird in den Liedern und den Sound natürlich auch. Fing dann auch mich natürlich an, so langsam in die Richtung hin zu kleiden und halt natürlich ist es auch so, ich glaube, von meinem Charakter her passt es auch irgendwie, weswegen ich dann irgendwann gesagt habe, ja, okay, dann gehe ich halt so gerne in die Richtung. Also da gab es nicht dieses und jetzt bin ich Punk. Das hat sich einfach mit der Zeit entwickelt bei mir. Was um die Leute auch mal abzuholen, ne? Punk, was heißt denn das eigentlich? Also unabhängig, nehmen wir das Visuelle jetzt mal weg. Das, glaube ich, kann jeder so ungefähr einordnen. Ist ein Punk. Ja. Der Zinger optisch, genau. Was bedeutet ein Punk für dich eigentlich? Das ist, finde ich, eine sehr gute Frage eigentlich. Also die ich auch gerne beantworten möchte. Also für mich hat sich dieses Punk halt so, dieses rebellische Sein natürlich, also das merkt man natürlich mit dem Irokesen und alles halt so, und auch Dinge anzuprangern. Wenn man zum Beispiel jetzt so, was wäre jetzt ein gutes Beispiel, womit ich jetzt niemanden so auf die Füße trete, aber genau das machen Punks ja eigentlich, ist halt eure Show, ja, ich wäre jetzt auch so, aber ich sag mal so, wenn irgendwelche Korruptionssachen oder sowas kommen, so, das ist natürlich so etwas, das mag man nicht. Und da ist man natürlich auch sehr laut und zeigt mit dem Finger drauf und sagt so, das ist doch bescheuert. Es ist halt dieses Freiheitsgefühl, was da auch viel mitschwingt. Dass man halt so für Freiheit, Gleichheit, Gleichberechtigung, all der ganze Kram so.
Das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Andere sind dann halt eher so, die machen halt ihr eigenes Ding, sind weniger politisch, andere sind ein bisschen mehr politisch. Das ist, glaube ich, auch der Person abhängig. Man kann halt nicht jeden Punk, sag ich mal, über einen Kamm scheren. Jeder hat auch seine seine Einzigartigkeit, sag ich mal, wie weit er sich halt so. Die meisten wollen halt einfach nur dieses Freiheitsding quasi, weißt? Dass man halt frei ist und etc. halt. Fühlst du dich frei? Um ganz ehrlich zu sagen, nicht so wirklich. Also ich sag mal so, es gibt Länder, da ist es beschissener, aber so richtig frei jetzt hier so, naja, es gibt Sachen, die man besser machen könnte, eindeutig. Fühlst du dich freier mit der Entscheidung, Punk zu sein? Oder mit der Entwicklung, zum Punk geworden zu sein? Fühlst du dich damit freier? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir noch nicht so gestellt habe, tatsächlich. Okay. Wenn ich jetzt darüber kurz überlegen würde, würde ich sagen, so, das ist so einige kleine Schwierigkeiten mit sich bringt. Mhm. Also man wird halt immer so ein bisschen, ja, also ich hatte das zum Beispiel, wenn ich irgendwo jetzt auch im Burgergarten, ist das beste Beispiel, dass Leute mir erst so ein bisschen suspekt waren. Aber wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann merken die ganz schnell so, okay, der ist eigentlich komplett in Ordnung, der Typ, aber es gibt natürlich, die gibt's überall. Die hat, glaube ich, jeder, der sich, sag ich mal, aus der Masse heraussticht, hat natürlich irgendwelche Vorurteile. Also zum Beispiel du ja auch bestimmt mit deinen Tattoos oder so. Da gibt's ja auch Leute, die dich abstempeln. Was? Du hast Tattoos? Ich hab Tattoos. Ja, du hast natürlich selbstverständlich recht. Du bedienst ja leider ein Klischee des Punk-Daseins mit deiner Obdachlosigkeit. Mhm. Wann kommt man dazu, mal mit einem Obdachlosen zu sprechen? Mhm. Es ist ja nun mal so, wie es ist, und wir können es ja auch so betiteln. Ich persönlich, ich meine, wir kennen uns nun schon ein paar Tage, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen. Wie läuft das mit der Hygiene beispielsweise auf der Straße? Weil ich zum Beispiel merke, also ich habe ja jetzt gehört, du hast manchmal ein Dach über den Kopf, nutzt das vielleicht auch aus. Wie läuft das mit der Hygiene? Wie hält man sich gesund? Das ist natürlich, also du nutzt natürlich öffentliche Räume, also öffentliche hier Toiletten und sowas natürlich zu Genüge, um mindestens dir die Zähne zu putzen. Okay, das ist aber wichtig als Obdachloser. Man ist also kein stinkender Asi. Nee. Okay. Du hältst schon, weil wenn du das nicht machst, ich habe auch schon Leute kennengelernt, da wächst dir das halt auch alles zu und die sind dann halt auch krank und das merkst du dann halt auch. Die haben sich aber auch komplett aufgegeben, sag ich mal. Die sehen sich auch nicht mehr, dass sie überhaupt noch reinkommen, sag ich mal, in die Regel da läuft. Die haben sich komplett selber aufgegeben. Und da merkst du dann auch schon so, wenn halt die Kleidung, sag ich mal, wirklich so an der Haut klebt, weil die halt nicht wechseln. Ja. Und das ist so der Extremfall. Aber viele, die halt noch versuchen reinzukommen, begehen natürlich Körperhygiene. Gehörst du dazu? Ja, tatsächlich. Okay. Ja. Ich habe jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, hier gibt's auch einen Waschsalon, wo man seine Wäsche rein... Zwei Stück sogar. Ich weiß jetzt nicht, wie man das halt machen kann, wenn man da halt, ob man ich jetzt da nackt rumsitzen kann und meine Kleidung, das ist bestimmt ein bisschen schwierig. Mit der Gesetzgebung auf jeden Fall. Aber solltest du ja eigentlich derjenige sein. Ich lasse es halt einfach, weil ich mir denke, so, ich habe auch nette Leute, die mir halt so oft eine Waschmaschine einfach zur Verfügung stellen. Und dann sitze ich da halt lieber nackt rum und störe halt die Öffentlichkeit nicht, bevor dann nachher noch die Polizei gerufen wird. Weil ich dir erklären muss, ich habe jetzt nicht so viele Garnituren, das tut mir leid. Da habe ich eine interessante Parallelgeschichte, weil ich war ja mal wandern, Appalachian Trail in den USA, von Georgia bis nach Maine. Und da war ich in Virginia und da hatte ich die gleiche Situation. Ich kam aus den Wäldern, war wandern und kam zu einem Waschsalon und habe dann natürlich meine Wäsche, die wenige Kleidung, ich hatte zwei T-Shirts, zwei paar Socken, also wenig Gepäck, habe das natürlich gewaschen. So, und saß dann da im Schlüpper, mehr oder weniger, in Virginia, in so einem Waschsalon. Und da kamen die Bullen tatsächlich und haben dann gesagt, so, pass auf, so funktioniert das nicht. Ich konnte es erklären, logischerweise musste ich da sitzen, weil ich gerade wasche. So, hast du denn Probleme mit der Staatsgewalt tatsächlich? Also, ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel in leerstehende Häuser, die jemandem gehören, da drin penne, ist es halt natürlich so, die haben keine Anzeige. Die haben eher tatsächlich... jagen dich trotzdem raus, weil sie es halt müssen. Mhm. Ist halt so. Und ja, es fuckt mich auch ab. Ich denke mir da auch natürlich meinen Teil und bin nicht begeistert, wenn ich da, weil ich mir denke, es ist eine alte Ruine, warum kann ich da nicht pennen? Das sind halt die Regeln. Kann ich nachvollziehen. Aber sie machen keine Anzeige deswegen. Die denken, die scheuchen dich halt nur weg und denken sich so, ja, der tut mir auch irgendwie leid, aber wir machen halt unseren Job. So, und so ist das halt so. Also mich hat bis jetzt niemals jemand angezeigt von der Polizei oder irgendwelchen Behörden, weil ich da halt Unterschlupf, die scheuchen dich nur raus oder bieten dir sogar an, dich zum nächsten Obdachlosen einzufahren.
um dich dann da abzusetzen. Und daher, sag ich mal so, die meisten Polizisten, sag ich mal, haben wirklich für die Situation sehr viel Verständnis, was mich tatsächlich doch sehr überrascht. Also besonders, weil ich natürlich auch die Gegenseite kennengelernt habe, oder das hat andere Gründe. Was ist der Unterschied zwischen, du hast gesagt, du warst in Kiel, bist du Punk geworden, jetzt kommst du hier in den nach Vorpommern. So, und ich als Rostocker weiß, 90er Jahre, auch vor der Wende schon, selbst in der DDR waren Punks eigentlich schon immer Zielscheibe. Auf gut Deutsch Müll. Ja, was ist der Unterschied zwischen Kiel und Vorpommern? Also wenn es um die Richtung geht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja 10 Jahre da. Und man merkt auf jeden Fall, dort sind auch viel mehr kulturell anders, also andere Leute halt. Also du hast halt einen großen Anteil an Russen, also welche mit russischer Herkunft, türkischer Herkunft, syrischer Herkunft. Also es ist halt wirklich sehr bunt gemischt. Und daher hast du, sag ich mal, Rechte halt, ist eine Minderheit dort. Also du hast da kaum Probleme und Stress. Das heißt, wenn da jemand dich mal von der Seite doof anmacht, so, oder dir halt eine Beleidigung im Kopf wirft, entweder ignorierst du, sagst du so, lass mich in Ruhe oder so, da kommt halt nichts so großartig. Hier ist es halt was anderes. Hier merkt man tatsächlich so, ist es mehr. Also meistens ist es natürlich so Sprüche, die man sich anhören muss, so was, so, ach, sag's Punk oder oh, was ist das für ein Räudiger oder so was. So. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, so im Schnitt, glaube ich, wurde ich halt nur zweimal oder dreimal. Aber ich bleibe lieber mal bei zweimal von Nazis wirklich körperlich angegangen. Und an sich so fünfmal, wenn man die zweimal, wo ich halt auch körperlich angegangen bin, halt verbal. Ja, und was ist der Unterschied zu Kiel und hier? Es ist tatsächlich vermehrt hier. Also es ist vermehrt, ja, okay. Also die verbale Gewalt. Und, ja, okay. Und weil ich bin hier 7 Jahre jetzt. 8 Jahre müsste ich jetzt, ja, 8 Jahre. Und wenn man 8 Jahre und dann 5-mal, sage ich mal, und davon 2-mal halt körperlich, und in Kiel wurde ich halt nur 2-mal verbal angeschnauzt, man merkt das dann schon. Das ist jetzt nur die persönliche Erfahrung. Ich mache jetzt hier nicht so ein Statistiken-Ding. Nee, nee, so. Das war meine persönliche Erfahrung. Ich noch mal so anschnauzen. Erwähnen. Anschnauzen ist wieder genau der Punkt. Jetzt versuchst du dir auch ein bisschen Gehör zu verschaffen. Ich möchte dazu gleich vorab sagen, politisch, weißt du, ist mir dein Ding scheißegal, mir ist das von den Rechten egal, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken mit eurem politischen Dreck. Aber trotz alledem willst du dich jetzt politisch engagieren und Gehör verschaffen. Erzähl uns noch ein bisschen was willst du machen, wo willst du machen? Ja, fang nochmal an. Jo, am Anfang habe ich einfach gedacht, so, das wäre doch bestimmt lustig, wenn jemand wie ich in die Bürgerschaft kommt. Und dann einfach wirklich so, einfach ehrlich versucht sein Bestes reinzusetzen, so sage ich mal. Also einfach wirklich sich so mit den Themen auseinanderzusetzen, sage ich mal, statt irgendwelche kleinen Kriege, sage ich mal, die da ja auch stattfinden unter den Parteien. Dass man einfach sagt, so Leute, ich habe jetzt auch keine Ahnung von Politik, so. Ich springe da einfach nur rein und hoffe einfach so mit meiner Art, wie ich bin und mit meiner, sage ich mal, Ehrlichkeit, also ich denke meistens nicht drüber nach, was ich sage. Ich hau meistens raus, was ich denke. Das wissen wir. Und damit halt so, sag ich mal, vielleicht mal irgendwas zu erreichen, so dass man so sich andere vielleicht so das angucken und sagen so, vielleicht sollten wir so eigene Interessen mal so ein bisschen und einfach das, was die Leute so wollen. Mhm. Also ich bin ja quasi auf der Straße so. Und ich höre mir auch die Probleme der Leute an. Ich habe jetzt nicht immer einen Plan, wie man was umsetzt. Aber da kann ich mir auch Leute, sag ich mal, einfach mal anfragen, so, hey, habt ihr vielleicht Ideen, um sich da mal, das ist ja die Aufgabe des Politikers, sich die Leute anhören und da mal so ein Konzept rauszuarbeiten, wie kann man was umsetzen? So. Statt sich gegenseitig zu zanken die ganze Zeit und so, oh, der ist ja böse und oh, der ist ja böse und die machen ja gar nichts, sondern sich einfach mal einen Kopf machen, wie man was hinbekommt. Und du kandidierst jetzt sozusagen für die Bürgerschaftswahl am 9.6. Für Braun. Für mich also, für die selbst, Partei. Für die Partei? Genau, ich bin auch Parteimitglied. Bist schon Parteimitglied? Ich bin Parteimitglied, seit genau. Wann? Das ist schon ziemlich lange her, da war ich noch, hatte ich sogar noch eine Wohnung, aber da war ich halt eine Zeit lang eine Karteileiche und jetzt durch halt Straße und Shit auch, hat sich natürlich die Gelegenheit ergeben und ich dachte mir, warum nicht? Schmeiß mal meinen Hut in den Ring. Ja, du schmeißt deinen Hut in den Ring. Du denkst manchmal nicht nach, was du sagst, das wissen wir alle zu Genüge.
Aber du hast dir über den Slogan echt Gedanken gemacht. Und ich finde, nur du hast das Recht, diesen Slogan laut in die Welt rauszutragen und zu sagen, was du jetzt sagen möchtest. Sei schlau, wehe braun. Also, verhaltenes Klatschen, selbstverständlich. Ich muss mal auf Toilette. Ja, also viel Spaß, da kam die alte Blase wieder durch. Lass nicht so viel, sonst kommt Tropfen raus. So, ja, also genau deswegen, ich finde, das zieht sich ja bei uns so gerade ein bisschen durch mit der Braunsoße. Jetzt kommt auch noch ein Herr Braun und wählt auch noch und sagt, Mensch, Leute, wählt Braun. Ich find's einfach aberwitzig, wenn du das sagst. Wie gesagt, politisch überhaupt nicht engagiert und das ist mir alles scheißegal, aber ich find's wirklich, wirklich witzig. Ich finde es auch total lustig. Ja, das sollte man auf Plakaten drucken, mit deinem Gesicht drauf, mit all den Buttons. Die so voll links persönlich bin ich ja das Gegenteil eigentlich. Genau. Lauf doch mit Bio rum, aber durch den Nachnamen, das hat sich einfach angehoben. Ich dachte, das muss ich reinhauen. Das ist on point, würde ich sagen. Das ist on point. Ja, Mensch, herrlich. Wunderbar. Wie sieht's aus? Wann geht's los? Wann kommen die Öffentlichkeitssachen? Bis gerade, wo ich einkippe. Unser Fusseltier. Politiker. Ein neues Wort, Politiker. Weißt du? Nee, der beißt nicht. Nimm das. Geh weg. Nimm das. Politiker. Politiker. Was? Ja, Politiker. Sachsen? Handy? Ja. Spitzenkandidat Fusseltier. Politiker. Ja. Wie er das aber sagt, ne, ehrlich. Unser Fusseltier. Ja, heute bist du nicht die Kunstfigur, heute bist du Privatperson. Ja. Was hältst du von unserem Fusseltier? Also ich muss tatsächlich sagen, wenn er, also einer der besten Kandidaten, also ich würde ihm meine Stimme geben. Oder? Also ich verstehe bei ihm kein Wort und bei den Politikern auch nicht. Also ich auch nicht, so, da macht keinen Unterschied. Deswegen hat er schon meine Stimme. Ja, die hat er weg. Ja, Pinky, Steven, Herr Braun, wählt Braun, wie auch immer. Vielen Dank, dass du da warst. Ich bedanke mich. Spaß gemacht. Du hast dir Mühe gegeben. War wirklich super. Hau ab. Ciao. So. Bleib noch ein bisschen im Warmen sitzen. Dann kalt werden. Ja. Eine Sache, die ich nie machen wollte, irgendwas mit Politik zu tun haben. Aber jetzt sitze ich hier mittendrin und kommentiere, moderiere es. Umso mehr freue ich mich jetzt auf ein wenig Liebe. Dr. Frühling kommt zu mir. Alter Freund und Kuppelstecher. Hallo, Herr Paul. Hi. Ach. Da bin ich mal wieder. Hallo, Freunde und Freundinnen. Freue mich wieder hier zu sein. Ich kann euch vorstellen, die letzten paar Tage hatte ich ein bisschen zu tun. Der Winter, der wurde vertrieben. Unter anderem auch durch mich. Ich will mich nicht in den Himmel loben, aber. Das machst du aber gut. Das, was ich. Das kann ich. Deswegen mag man dich gerade auch ein bisschen mehr, glaube ich. Denke auch. Ja. Ja, und heute habe ich mir die Zeit genommen, wieder hier zu sein, weil ich merke ja, das Projekt Schwarze Shit geht in eine heiße Phase des Wahlkampfs als erste Institution in diesem kleinen Land Vorpommern, also wir sind hier und machen eigentlich Wahlkampf. So wenig, wie wir können. So viel, wie wir mögen. So viel, wie wir können, so wenig, wie wir mögen. Man weiß es noch nicht genau. Nur der eine mag weniger, der andere mehr. Am Ende wird geregelt und abgerechnet. Und einen Haken gesetzt. Oder ein Kreuz. Wie auch immer. Wählt Braun. Macht aber nicht den falschen Haken. Nein, auf keinen Fall. Oder Kreuze. Oder Kreuze mit Haken dran. Das wäre richtig scheiße. Genau. Oh Scheiße, das war ein Ausfall. Schön. Ich liebe es hier zu sein. Und wie ihr da seht, worauf ich hinaus wollte, ist, damit ich überhaupt hier sein darf, sagen, ihr seht, Wahlkampf ist natürlich eine Sache, die wichtig ist, die man aber nicht zu wichtig nehmen sollte. Man kann auch mal drüber lachen. Über alles kann man sich lustig machen. Werde nicht beleidigend. Nennt auch Gegenkandidaten nicht geisteskrank oder Arschloch oder dumm.
Beleidigend ist immer meines Erachtens die unterste Schiene der zwischenmenschlichen Kommunikation. Und mein Opa hat damals mal zu mir gesagt, was du selber denkst und tust, das fügt dir auch ein anderer zu. Also möchtest du beleidigt werden, fang damit an. Schlauer Opa gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Mein Opa war einer der Schlauesten. Guter Mann. Und nun ist es mal so, wer mit Scheiße wirft, sollte nicht sich nicht wundern, wenn das eilerweise zurückkommt. Und sich die Hände dreckig macht. Das und wie kommt gesagt, dazu. Auf einen Hände dreckig machen, kommt drauf an. Gibt es auch mittlerweile für die Handschuhe und so. Also ich möchte jetzt die alle nicht noch animieren, die sich das zu tun gelassen haben, am besten einfach zu lassen. Denn auch eine schlaue Frau aus einem Film hat mal gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Ihr wisst, welchen Film ich meine. Und ich bin gelaufen. Und gelaufen. Und gelaufen. Und gelaufen. Und, und als ich nicht mehr laufen konnte, bin ich weitergelaufen. Genau. Und der Regen kam manchmal auch von unten. Auch das, auch Gefühl. Das, auch das, auch das. So ist es, so ist es halt. Und deswegen, Jungs und Mädels, die ihr euch jetzt beteiligt an diesem, ich nenne es mal, bürgerlichen Minikrieg, bleibt fair und bleibt sauber. Und denkt dran, ihr wollt nächsten Tag ins Spiel gucken. Und lasst euch mit Scheiße bewerfen, aber werft nicht zurück, sondern steht drüber. Aber wer über der Scheiße schwebt, der wird nicht schmutzig. Weil es ist besser für alle, wenn man das, was man haben will, auch gibt. Beleidigt werden möchte keiner. Ja, das ist auch gerade meine Lebensdevise. Ein lustiges Leben. Zeig dem Menschen, den du magst oder liebst, ja, das, was du haben das willst. Das Beste, ja. Das, was ich gebe, kriege ich zurück. Absolut. Absolut, sehe ich absolut genauso. Und je mehr ich gebe, umso mehr kriege ich zurück. Ob das nur positive Energie wird? Manchmal auch nicht. Manchmal hat man auch viel mehr verdient. Oder der andere mehr verdient, ja. Niemals aufgeben. Gutes zu geben, ist niemals verkehrt. Zumindest für die Karma-Uhr. Die Coolen erwarten auch nichts Gutes zurück. Die Coolen erwarten einfach nur, das geben zu dürfen. Und wer will schon nicht cool sein? Ich denke, ihr wollt alle cool sein. Weil cool ist cool. Ja, mir ist gerade auch ein bisschen cool, ja, aber ich weiß, welches cool du meinst, ja. So ist es. Und das ist für mich ganz so wichtig, dass ihr euch in eurer zwischenmenschlichen Kommunikation mal darauf besinnt. Ihr seid alle angreifbar, ihr seid alle fühlsbehaftet und ihr wollt euch alle nicht selbst geißeln. Also geißelt keine anderen. Zwischenmenschliche Kommunikation. Ist wichtig. Das auch mal wieder. Heute ist die Sendung der tollen Übergänge. Du hast dir was Tolles einfallen lassen. Ich habe mir was Tolles einfallen lassen. Also, es ist ja nun das Problem, dass der Bürgergarten vom Pächter her geschlossen ist. Sprich, es findet hier keine kommerzielle Veranstaltung statt. Aber ich als Dr. Frühling. Kunstfigur. Ich als Dr. Frühling, wo ich hier bin, ob nun künstlich, natürlich oder natürlich künstlich. Hauptsache Natura. Hauptsache da. Aber meine Macht des Glücks und der Schönheit spielen lassen und habe den Schlüssel fürs Tor in meinem Kopf. Und da ich... Wie machst du das denn auf? Zauberei. Schloss? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Ach, ich mache es einfach. Okay, darf ich imaginieren, ja? Darfst du imaginieren? Dankeschön. Es wird nicht gefilmt. Auf jeden Fall, ich werde es euch noch öfter sagen, demnächst ist ja ein schönes Fest. Im Christlichen die Christi Himmelfahrt, aber für uns als ganz normale, über den Planeten schwebende Ehrenbürger ist es ja der Herrentag. Und dementsprechend habe ich die Möglichkeit mir genommen, am 9.5. das Tor hier aufzumachen. Es wird hier keinen Verkauf stattfinden, es wird auch kein Bootsverleih stattfinden, es wird hier ein Bollerwagenparkplatz da sein, es werden Sitzplätze da sein, es wird das ein oder andere Feuer brennen. Ein Lady Corner wird auch da sein, weil wir werden uns nicht hier nur auf Männer beschränken. Das sage ich euch gleich. Also ich bin diesem Lady Corner nicht voll anwesend. Ja, du kannst ja nicht. Ich krieg nämlich Stress. Ich meine Lady. Aber ich kann den Platzanweiser machen. Das ist kein Problem. Nein, aber wie gesagt, ich werde euch nochmal öfter daran erinnern. Am 9.5. habt ihr hier im Bürgergarten die Möglichkeit, euren
Bollerwagen zu parken, euch hier hinzusetzen. Ich werde hier 1, 2, 3 Feuerschalen anmachen. Und ihr könntet hier dann auch Schnapsleichen abholen, also für die Frauen jetzt, die ihre Männer, wenn ihr wisst, die sammeln sich dann alle hier. Ich hoffe, das wird nicht allzu spät. Ja, aber es ist auch schwer, die dann hochzurollen. Das ist Feiern machen wir, ja. Die eine oder andere Decke werde ich vielleicht auch noch finden. Am 9.5. dieser Tätag, Chris Himmelfahrt, die mir noch nicht. Aber mich lässt du in Ruhe mit Decke. Wegen zugehackte Zuchtdecke. Ich werde da, ich werde mit niemand wirklich bedecken. Danke. Du bist noch zu schwer, nicht zu wenig. Hast du gesagt, ich bin fett? Nein, das habe ich nicht gesagt. Der Knochenbau einfach nicht. Sagen Sie mal, ZZT, haben Sie schwere Knochen? Ja, aber nur. Aber nur schnell. Das ist auch nicht am Blech im Gesicht. Oder woanders. Ich bin zwar ein bisschen kopflastig, aber sonst geht's. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Liegt aber an der großen Nase. Ja, okay. Deswegen bin ich ja auch beruhigt. Nein, aber wie gesagt, denkt dran, Leute, wie ihr miteinander umgeht. Werdet nicht beleidigen, geht nicht unter die Gürtellinie, weil ihr wollt auch nicht so behandelt werden. Und das zeugt von Intelligenz, es so nicht in die Welt zu tragen, wie man sich selber nicht behandeln lassen will. Alter, der hat gerade solche Zähne, ne? Handy. Aus Sachsen? Sachsen. Politiker. Sachsen-Politiker. Politiker. Ja, also wir freuen uns darauf, dass du, also bei dir würde ich sogar das Kreuz machen. Ohne die Haken, aber ich würde Kreuz machen. Vorsitzender, ja, das ist toll. Ja, geht doch auch so. Es wird noch zu heißen Phase kommen. Lass uns den Teppich in Ruhe, sag ich dir. Das ist wieder die Wasserflasche. Ja, unser Fusseltier. Das war das Fusseltier mal wieder. Es ist immer wieder schön, dass das Fusseltier auftaucht. Abschließend möchte ich nochmal ganz kurz was Persönliches loswerden. Deine Süße Easy, ich soll dich ganz lieb grüßen. Du weißt von wem? Für dich gedrückt und geküsst. Und er hat es verdient, zurückgedrückt und geküsst zu werden. Gedrückt und geküsst, Dr. Frühling. Ich drücke und küsse. Schön, dass du da warst. Danke für die Zeit, die ihr mir gegeben habt. Super. Bravo, super. Ja. Jetzt hat unser Dr. Frühling hat einfach aufgegriffen. 9.5. Der Bürgergarten geht auf. Für keine kommerziellen Zwecke. Wir sind nur ein Parkplatz, der nichts kostet. Bringt eure Getränke mit. Wir machen uns das hier ganz gemütlich. Bollerwagenparkplatz. Bollerwagenparkplatz. Nur Bollerwagen. Stimmt, man muss es ja ganz genau benennen. Ja, ich habe vergessen. Wie gesagt, es ist nicht nur für Männer. Es dürfen auch Frauen hier rauf. Was soll der Scheiß? Umso lustiger wird's eigentlich auch. Kommt her. Und denkt dran, am 4.5. vorher könnt ihr euch noch ein bisschen schick machen. In Stallbrode, im Fährmannshus. Zublechen, zuhacken lassen. Ich hasse es, wenn irgendjemand sagt mit 3 Tattoos, er ist ja zugehackt. Lasst euch tätowieren, lasst euch piercen, lasst euch verändern oder verändert euch selbst, wie auch immer. Genießt den Tag. Ich habe die Sendung auch genossen. Es war heute tatsächlich entspannter, als ich dachte. Und hat mir Mord Spaß gemacht, wie der Top-Gast. Ich bin sehr begeistert, der kriegt gleich noch Umarmung von mir. Das hat er heute wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehe ein raunendes Nicken. Ja, unser Pinky hat das wirklich gut gemacht. Und ganz zum Schluss hat unser Paul Schulz noch mal was erbeten zu sagen. Da brennt der Fuchs, glaube ich, habe ihn noch im Kopf, wenn er hier im Sommer sein 0,5 Liter Apfelschorle nicht trinken kann. Da brennt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch die Kehle. Und ich sag euch so, wie es ist. Wir hoffen und wir bieten es euch an, regelmäßig. Kommt mit eurem eigenen 0,5 Apfelschorle hierher. Setzt euch hin. Genießt den Abend, den Feierabend. Genießt die Sonne, die ihr hier genießen könnt. Genießt. Hauptsache, ihr genießt es. Ja, kommt her, wir versuchen unser Bestes, auch vielleicht ab und zu mal irgendwie zu öffnen, auf euch mal zu hören, euch mit euch zu quatschen. Dementsprechend, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugeguckt habt. Wir nächste Woche, 10. Sendung, 2-stellig. Ich freue mich auf euch. Haut rein, mein Lieben.